Glück auf, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Jetzt fängt er an mit seiner Kettensäge, ich werde verrückt. Egal, ich mache jetzt weiter. Ich habe vor einigen Wochen einen Film hochgeladen, wo ich das Bettkopfendteil, starker Name, mit Stoff bezogen habe. Wenn du das noch nicht gesehen hast, da oben müsste jetzt was aufpoppen. Und in dem Video habe ich gesagt, dass ich noch eine Ambientenbeleuchtung dahinter montieren möchte. So, das hat jetzt aber ein bisschen gedauert und das hat seinen Grund und ist schnell erklärt. In einem anderen Video hatte ich ja schon mit der Küchenbeleuchtung, also Ambientenbeleuchtung unter der Arbeitsplatte, ein Video hochgeladen. Kannst du dir auch nochmal hier anschauen. Und da habe ich diesen LED-Controller, kann man das sehen? Mit Touch-Display bzw. mit Touch-Fernbedienung von der Firma Hansemuth verbaut. Sehr gutes Teil nach wie vor. Ich habe es echt gefeiert. Und da ist ja dann so eine Fernbedienung dabei und das funktioniert auch. Moment. So, und jetzt wollte ich für das Projekt hinten am Schlafzimmer, Bettkopfendteil, das gleiche machen. Blöd ist allerdings nur, dann hättest du zwei. Zweimal identische Fernbedienung für einen Raum. Suboptimal, würde ich sagen. Dann müsstest du dir die jetzt hier irgendwie markieren oder, ja, weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich immer die falsche greifen. So. Und da habe ich mich jetzt nochmal mit der Firma Hansemuth unterhalten. Und da gibt es ein smartes System mittlerweile. Und genau das werden wir heute verbauen. I'm gonna tell you right now, 'cause she's the one I'm thinking of. Hey. Was du dafür alles brauchst, liegt ja alles schon auf dem Tisch. Ich erkläre das gleich in aller Ruhe. Und dann zeige ich dir auch, wie es funktioniert und ja, wie es eingebaut wird letzten Endes. Das heißt, wir müssen den Controller, der hier dabei ist, austauschen mit einem anderen Controller. Zeige ich dir jetzt aber alles. Aber bitte jetzt alles nicht falsch verstehen. Das Teil hier ist spitze. Ganz ehrlich, das habe ich jetzt einige Wochen, Monate im Einsatz. Funktioniert tadellos. Es ist halt nur ein bisschen uncool, mehrere Fernbedienungen für einen Raum zu haben, wenn ich mehrere Lichtkreise habe, die ich dann auch noch separat schalten möchte, so wie in meinem Falle jetzt. Ja, ist ja gut jetzt. Boah. Und was du dafür alles brauchst, jetzt hier gleich mal auf dem Tisch. Bis gleich. Das ist alles, was du dafür brauchst. Ich habe das hier von der Firma Hansemuth kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Aber ich habe auch keinerlei Vorgaben bekommen, was ich hier zu sagen oder zu tun und zu machen habe. Also alles unverblümt, alles auf meinen Mist gewachsen. So, das nur mal so am Rande. Also, was brauchst du jetzt? Ich mache ja hier zwei Lichtkreise. Und da habe ich einmal hier diesen Controller als zentrale Schaltstelle. Da kann ich bis zu vier Lichtkreise wählen oder ansteuern. Das funktioniert auf Batterie. Dann brauche ich noch eine, oder pro Lichtkreis brauche ich noch einen Controller für den LED-Streifen. Und wer es richtig smart haben möchte, der benutzt noch so ein 2,4 GHz Gateway. Damit kannst du dann praktisch über WLAN und deinem Device, Handy, Tablet, was auch immer, kannst du dann die Lichtkreise über eine App steuern. Die zeige ich dir noch. Darüber hinaus kannst du hiermit aber auch über Alexa und Google Assistant, glaube ich, heißt der, ne? Google Assistant Control. Kannst ihn auch noch mit Sprache steuern. So, das wird angeschlossen an einem USB-Kabel. Darüber bekommt er auch seinen Strom. Das ist alles supi. Jetzt habe ich das hier schon mal soweit vorbereitet. Das heißt, ich habe den LED-Streifen hier an diesen
Controller angeschlossen. Alles provisorisch, aber das ist auch mein Tipp an euch. Guck erstmal, ob alles soweit funktioniert, bevor du einbaust. So, hier habe ich zweimal AAA-Batterien eingesetzt. Und jetzt kannst du den automatisch, also das läuft alles über 2,4 GHz, aber der Lichtstreifen und dieser Controller, die haben sich verbunden. Die kannst du dann auch programmieren, zeige ich zum Schluss nochmal. Und ich habe jetzt diesen Lichtstreifen auf den zweiten Kreislauf gesetzt. Und damit kann ich ihn dann auch anmachen. Kann hier die Helligkeit einstellen. Und hier drüber kann ich die Farben einstellen. Also in meinem Fall habe ich jetzt warmweiß, kaltweiß. Du kannst aber auch einfach nur so drauf drücken. Dann geht das auch. Du kannst den komplett alles ausmachen. Dann werden alle Kreise aus. Also ich werde ja jetzt hier noch auf 1 werde ich noch den anderen Kreis legen. Praktisch von der Küche. Du kannst alle anmachen, alle ausmachen oder aber für 60, also wenn sie an sind, dann für 60 Sekunden laufen lassen. Da ist so ein Timer drin, der läuft dann runter. Wenn du jetzt abends ins Bett gehen willst und noch das letzte Licht, dann brauchst du nicht mehr aufstehen. Oder dann über die Handy-App oder wie auch immer. Kannst es dann steuern. So, das kann man mal so laufen lassen, 60 Sekunden lang. Also das hier war ja noch das ältere System. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Was bedeutet, es funktioniert jetzt alles. Jetzt werde ich nochmal den Gateway hier anschließen. Dafür brauche ich nur das Kabel. Irgendwo eine 12 Volt Buchse. Anschließen. Ja, ausgegangen. Kann man das jetzt sehen? Ich habe das jetzt mal, hoffe, man kann es jetzt sehen. Angeschlossen, da leuchtet dann ein rotes Lämpchen. Was du jetzt noch brauchst, ist so ein kleiner Router. Also ich habe es jetzt über den Router gemacht. Wenn du andere Varianten in deinem Wohnwagen oder Wohnmobil hast, dann kannst du das wahrscheinlich auch nutzen. Der produziert jetzt einfach nur ein WLAN. So, der startet gerade hoch. Und dann wollen wir mal gucken, dass der sich mit dem Gateway verbindet. So. Oh ja. Ach, Kinders. Also ist auch stabil gebaut. Hält. Das Kabel ist jetzt ein bisschen kurz, aber da leuchtet jetzt eine grüne Lampe. Heißt, Status ist okay. Jetzt gehen wir mal auf die App Mi oder My Boxer. Und dann kannst du da so drauf gehen und dann siehst du dieses Bild. Du hast hier unten 1, 2, 3, 4 Zonen oder auch alle. Du kannst den Timer einsetzen oder du kannst auch linken, also verbinden und wieder entbinden. Sagt man das so? Kannst sie jetzt anschalten. Und du kannst sie wieder ausschalten. Du kannst hier deine Farbtemperaturen wählen. Und du kannst hier die Helligkeit wählen. Für Zone 2. Helligkeit 1, volle Pulle.
Das ist eigentlich alles. Mehr brauchst du nicht. Das heißt, den Kollegen hier, den kannst du dir irgendwo hier, was weiß ich, dran machen und zentral steuern. Und über diesen, ich ziehe den mal wieder ab, und über diesen Gateway kannst du alles über deine smarten Devices, sagt man das so, steuern. Ganz einfach, ganz simpel. Die Programmierung ist auch ganz simpel. Zeige ich dir ganz zum Schluss nochmal, wenn wir dann den anderen Lichtkreis mit dazu nehmen. Jo. Jetzt können wir es einbauen. Ich habe jetzt noch, also ich muss jetzt die Teile einbauen und das Brett hinten, dieses Kopfbett-Endteil ausbauen. Das habt ihr im letzten Video schon gesehen. Ich baue das jetzt einfach mal fix aus und mache dann hinten praktisch meine Lichtleiste dran. Und dann schalte ich euch wieder dazu. Alles klar? Let's go. Jetzt habe ich es abgemacht, abgeschraubt und das soll ja hier hinten, kann man das sehen, hier soll dann gleich schön das Licht entlang gehen. Ne? So, hier so. Und jetzt habe ich vorhin eins vergessen. Wir brauchen ja natürlich noch so eine Schiene. Und da ist eine Schiene, die verlinke ich auch mal da unten, so wie alle anderen Artikel ja auch da unten schon stehen. Habe ich auch von der Firma Hansemuth und zwar ist das so ein Aluminiumträger, Aluminiumprofil. Aber, kann man das sehen, du kannst es biegen. Ne? So. Und das wollte ich jetzt hier drauflegen und dann rüber, dann festschrauben. So. Zu dem Profil gibt es natürlich auch noch so eine Streuscheibe. Das ist genau das gleiche, wie ich schon in der Küche hier verarbeitet habe. Gleiche Streuscheibe. Opal, glaube ich, heißt die. Ach, guck mal unten rein. Und da gibt es natürlich auch wieder solche Halteklammern dazu mit Schrauben, Endkappen, alles dabei. So, jetzt brauche ich nur noch die entsprechend das Aluprofil kürzen, so dass es hier schön reinpasst mit den Klammern an diesen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, mit den Klammern hier dann an diesen Holzbalken, der hier schon dran war. Das ist ja der Abstand zwischen der Wand und diesen Bettkopf-Endteil. Ja, also alles easy. Das machen wir jetzt als nächstes und dann legen wir Strom, beziehungsweise dann habe ich schon Strom gelegt. Das ist ja auch bei jedem irgendwie anders, das zeige ich erst gar nicht. Du brauchst auf jeden Fall 12 Volt plus-minus Leitung. Punkt. So, machen wir einfach. Fest. Sieht das so aus. Na? Die müssen wir natürlich jetzt hier noch kürzen. Und dann muss die Folie, da ist noch so eine Schutzfolie dran, auch noch ab. So, jetzt mache ich hier noch überall diese kleinen Halteblech dran,
und dann ist das schön. So, einrasten lassen. Dann sieht das so aus. Kann man das sehen jetzt? So, hier so. Ne? Und hier habe ich jetzt den LED-Controller dran gemacht. Verschraubt, da rein. Also da war das Kabel ja schon dran. Hier wieder angeschlossen. Und hier ist meine 12 Volt Zuleitung dran. So. Jetzt wird alles wieder... Moment. So. Jetzt wird alles wieder da hinten verbaut. Und dann gehe ich unten an. Ich habe da unten eine 12 Volt Steckdose. Die habe ich mir schon gelegt im Sommer für die Kühlbox. Habe ich noch gar nicht gefilmt. Zeige ich euch dann, wenn wieder Sommer ist. Ja. Also, keine Raketenwissenschaft. Ganz simpel, ganz einfach. Ne? Für alle, die das nochmal selber anschließen wollen. Ich mache jetzt nochmal eine Großaufnahme. Da könnt ihr das Video mal stoppen. Dann wisst ihr auch, wo die Kabel da so hinkommen. Ja, jetzt habe ich alle LED-Streifen, Controller verbaut. Das heißt, ich habe hier unten jetzt noch den ich vorher hatte. Den habe ich jetzt ausgetauscht mit dem hier. Also, ne, Fernbedienung und das alles habe ich euch aber schon in den anderen Filmen auch mal gezeigt, wo ich das alles verbaut habe. Ich verlinke das alles nochmal. Jetzt geht es darum, diesen Controller jetzt mitzuteilen, welche Nummer welcher Lichtkreis hat. So, und das ist vom Prinzip total einfach. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich euch das zeigen soll. Also wenn ihr das alles angeschlossen habt und ihr macht Strom drauf, das mache ich jetzt mal eben. So, ich nehme euch jetzt mal in die Hand. Hier habe ich den jetzt erstmal so hingelegt. Der kommt da wieder hinterher so da drunter. Aber das ist der war da vorher drin, den habe ich jetzt ausgetauscht. So, das ist schon mal klar. Wenn ihr jetzt Licht anmacht, eure 12 Volt Bordversorgung, dann ist da sofort Strom drauf, klar. Und die Lampen sind an. Oder die eine Lampe ist an. Moment. Ich hoffe, man hat das jetzt gesehen. Ich mache mal so ein Dreierbild. Gedrückt, geht Licht an und da unten geht das blaue Licht an. Der Controller hier, die Bedienungsanleitung dafür, ist auf Englisch. Stelle ich mal eben hier wieder auf Stativ, Moment. So, die ist auf Englisch, ist aber ganz, ganz easy beschrieben. Das heißt, was wir machen müssen, das System stromlos machen. Das heißt, ich habe den hier alles auf diesen Hauptschalter, Hauptschalter gelegt. Ausmachen, 10 Sekunden warten, dann anmachen und zum Verlinken dieser beiden Module musst du dann vorüberlegen, welcher Lichtkreis soll das sein. Das ist jetzt 1, also für mich jetzt, Küche ist 1, Schlafzimmer ist 2. Ja? Und dann musst du dreimal auf die 1 tippen. Dann fängt da unten das an zu blinken, das Licht fängt an zu blinken und dann machst du nichts mehr. Dann wartest du ein paar Sekündchen und wenn das wieder aufhört, ist es connected. Ja, wir versuchen. Jetzt weiß ich nicht, ob das funktioniert so, aber ich zeige euch das jetzt einfach und dann gucken wir mal. Und dann ist es jetzt programmiert. Das heißt, 1, ich kann jetzt alles ausmachen. Ich kann jetzt alles anmachen. Hinter mir, das hier ist als auch an. Kann man das sehen? Machen wir vielleicht mal so. Also, Küche ist jetzt an, hinter mir ist an. Ich mache jetzt hier auf off, alles aus. Oder eben alles an. Ich kann aber genauso gut alles aus haben und dann nur die Küche anmachen und danach das Bett hinten und Küche wieder aus
und Bett wieder aus. Ich kann die auch unterschiedlich voneinander die Farbe einstellen oder die Farbtemperatur und die Helligkeit. Das heißt, ihr seht jetzt, ich bin jetzt hier in der Küche. Jetzt mache ich mal weiß und volle Pulle. Jetzt mache ich das aus, mache hinten im Bett an und mache da jetzt so ein bisschen nur und voll warm. Oder volle Pulle kann man besser sehen. Ne? Volle Pulle, aber warm. Wenn ich jetzt in der Küche wieder anmache, habe ich den Ton und den da hinten. Also freie Variation. Ich hoffe, das war jetzt deutlich genug. Also vom Prinzip war es das. Nochmal, der Einbau ist total simpel, ganz ehrlich. Hier gibt es auch noch so 3M Klebepads dazu. Alles, was das Herz begehrt. Alle Sachen verlinke ich dir da unten, habe ich aber glaube ich schon jetzt zweimal gesagt. Guckt euch das nochmal genau an. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich fragen oder aber auch direkt den Support von Hansemuth. Die sind echt toll drauf, die Jungs und Mädels da. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Also ich bin jetzt echt begeistert. Das ist wirklich Premium-Qualität, glaube ich. Wenn ich jetzt alles schön schalten kann, wie ich will. So, wo der jetzt hinkommt, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich da vorne irgendwo, da, so dass Christine da auch mal ein bisschen dran rumfingern kann. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Viel Spaß beim Nachbauen, wenn ihr das mögt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein bisschen was aus diesem Video mitnehmen konntet, was alles so geht und smart. Man könnte natürlich jetzt auch noch das Ganze über Alexa oder diesen Google-Assistenten machen, wenn man jetzt Alexa hätte. Ne? Ich glaube, da gibt es sogar eine App für, wo man die Alexa da reinsprechen kann oder so ähnlich wie Alexa. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Welt. Mir reicht das mit der App. Eigentlich reicht mir das schon, ne? Ganz ehrlich. Also die 30 Sekündchen da mal eben irgendwo draufdrücken, Licht an- und ausmachen, das ist schon okay. Ja, also ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können aus diesem Video. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video oder aber in der Live-Schalte. Wir werden mal sehen. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.